Und was hat dich da dazu bewegt, das zu machen, dass du jetzt sagst, du willst jetzt TO werden und eigene Turniere auf die Beine stellen? Warum? Yo, was geht ab, Leute? TBT live vom CCG Grand Open. Ja. In Köln. CCG Fuck Open. Great Fuck is Fuck. Ja, war Doppelfuck. Wir haben hier den Ali. Ich glaube, er ist der TO dieses Mal hier. Dieses Mal jeder Major ist mein Major, mein Freund. Anscheinend leidest du Dance. Was? Anscheinend leidest du richtig. Ja, es geht. Also Freitag konnte ich meinen Flug nicht mehr nehmen, um morgens um 8, weil meine Zähne entzündet waren, beziehungsweise mein Zahnfleisch, das zugeheilt hat. Ich durfte schon meine Zahnarztschmerzen des Grauens durchmachen. Hölle auf Erde in Berlin. Ich habe fast geschrien, Alter. War richtig schlimm. Dann 2 Stunden Flugverspätung mit dem anderen Flug. 19 Uhr war ich hier, obwohl ich um 9 Uhr hier sein wollte. Organisation, alles ab und dahin. Bis um 12:30 hier alles vorbereitet. Morgens ging es weiter, nachts kaum geschlafen. Von mir 1, heute 13:30 ins Bett reingekommen. Morgen 7:30 hier. Ja, 7 Uhr aufgestanden. Läuft bei mir. Und ich mach's umsonst, Jungs. Also, wer meinen Job haben möchte, Bewerbung, ja. Facebook, Ali Fawaz, ich warte. Kein Problem. Ich nehme jeden. Hast du dich auch so beworben? Nein. Bei deinem Vorgänger? Nein, das Ding war ja, weißt du, nachdem ich 3 Jahre Break hatte, habe ich wieder angefangen zu spielen. Job hier Barcelona, ne? Die umgetoppten dort, sie wollten mich im Team haben. Ich denke mir so, ja, coole Freunde und so. Gehst du rein, war auch ganz entspannt, Turniere gespielt, alles CCG, beste Team und so. Ist ja immer noch, ganz klar. Und dann kam halt irgendwann so mein CEO, ne? Ein guter Freund von mir, Norm. Digga, ich will Turniersieger. Ich so, Turniersieger, mach klar, Digga. Mach ich denn? Ja, zack, boom, Europa, weißt du, hier, Konami sieht mich vielleicht als Konkurrent oder sowas, keine Ahnung, läuft ziemlich gut und ich habe mich halt einfach selber in den Arsch gepickt. Kann man nicht anders sagen. Sehr geil. Wie lange bist du schon dabei? Jetzt? Kartenspiel. Überhaupt. Also jetzt Yu-Gi-Oh! Karten? 2003, 2004. Und CCG, wie lange jetzt CCG schon? CCG seit... Bist du dann überhaupt noch Yugi jetzt, oder? Ja, ich hab doch Prag gerade getoppt. Ja? Ja, mein Prag hat er getoppt. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich hab da getoppt. Ja. Also wahrscheinlich die Turniere, die ihr selber veranstaltet... Nee, ich hab nicht getoppt. Ja, auch selbst. Die Turniere, die ihr selber veranstaltet, wirst du wahrscheinlich nicht spielen, aber auf anderen Turnieren wahrscheinlich. Ist doch gut, Platz, war? Ja. Aber brauch ich Deckliste gleich oder später? Keine Deckliste. Keine Deckliste? Keine. Ui. So machen wir es. Long down. Ja, long down. So machen es Asiaten. Die den Schachtel verkauft nach vorne, weißt du? Zack, boom, das Geld um den Tisch. Direkt in Yugi investieren, weißt du? Wie kostet die Anmeldung überhaupt? Ich sag 100 Euro. Nein, 10er. Nicht grün oder so? Ja. Ali live bei der Arbeit. Ich seh schon. Kenne der Kiste? Mann, Alter, ich gebe ihn nicht auf die Eier. Voll geil, Mann, Alter. Jetzt sind wir entdeckt. Noch nie gespielt, gut. Learning by doing, Alter. Ja, da muss ich zugucken, Alter. Jede Karte ist lachen. Kaputt, Alter. Schau mal. Schnappstall. Keine einzige Karte ist top. Bruder, man schaut Tüste oder so. Fort, Alter, Krieg. Alles tot. Und das war ein Deckbefall von Long Down. wir haben doch eins bekommen. Wenn noch mal oh mein Gott, wir haben doch eins bekommen. Ja. Ich bin schon durch, Alter. Wie Maxi? Hast du einen Schnappstall zum Borgen? Jetzt sind wir 10. Ich starte aber jetzt gleich Crossbandes und... Schau mal, wie das ausschaut. 15 Minuten würde ich, glaube ich, darauf schauen. Okay, Maxi, wow. Ich bin nicht kaputt. Hast du gerade Vlog oder was?
Schauen wir mal. Alles zusammen. So, was wollt ihr wissen? Ich möchte nicht mein Ding da haben. Was willst du denn haben? Also, ich bin später, ja. Wir sind auf der Eier. Frag doch. Wie war das Event heute so? Im Allgemeinen. Heute oder gestern? Also das Event, das Wochenende. Bisschen stressig. Also ich war halt davor noch nicht in dieser Location, deswegen konnte ich nicht wissen, wie es 100% alles aussieht. Ich kann nur eins sagen, diese Location werde ich nicht noch einmal buchen. Weil? Dreistöckig geht gar nicht bei Juli, das ist einfach nicht machbar. Das geht nicht. Die Beleuchtung hier ist nicht gut genug. Also, no problem. How long until we start with the go-to? I would say like in 15 minutes. 15? Thank you. Leute, war nicht gut. Drei Stockwerke, viel zum Laufen. Ja, das Laufen stört mich überhaupt nicht. Ich bin kein Bund. Das interessiert mich nicht. Aber es ist halt einfach so, du brauchst halt viel mehr Personal. Wenn du ein Main brauchst, hast halt die Judges, die können halt viel mehr Leute beobachten. Du brauchst halt viel mehr Personal. Das ist halt für Yugi komplett ungeeignet. Ich wollte fragen, wie es beim dritten Winomat aussieht. Also wie viele Leute schon? Ich habe ganze 5, ich brauche noch 3. Achso, okay. Wie lange wird es noch für dich jetzt morgen? Also heute noch? Also heute geht es noch bis zum Schluss, ne? Es kommen ja noch die drei großen Zeitmodelle mit dem Netz. Der Stream, die Preisverteilung, der Abschluss, dann müssen wir noch abbauen. Dann haben wir eine Nachbesprechung, also ich denke bestimmt noch so bis 22 Uhr oder so. Wann fliegst du morgen dann wieder nach Hause, was? Ich muss da einschalten, ja. Gut, dass du gesagt hast. Das kann ich mir, das zieht mir rein, der auch noch den Hosen aus. Da ist schon minus des Grauens. Das Event an sich, wie groß war das? Das Event hatte 210 Leute. 210 Leute? Ja, okay. Mein Event, das war okay. Was erwartet oder weniger mehr als erwartet? Ich habe 250 erwartet, ich hätte mich um 300 mehr gefreut. Leider gab es viele Spieler aus dem Feld, die gekommen sind. Danke dafür an Brotherhood. Für die Regional, die ich am selben Tag gemacht habe. Ich mache das Aquarius und dann hole ich meinen Judge und dann geht's los. Okay. Was war ich bis jetzt das größte Event, das ihr veranstaltet habt? Lil, danke dafür Konami. Ja, also Lil war super. Ja. Lil hat mich zwar, ich glaube, bis jetzt am Herz gepickt. Ich hatte halt eine Woche ein komplettes Turnier für eine Anzahl an X Leuten, weil ich nicht wusste, wer kommt wirklich und wer nicht. Das wusste ich Spieler selber noch nicht. Sehr schön, dass ich so ein bisschen Flug, denn macht trotzdem die Reise. Das war halt. Also ich habe Doppelschichten schon jeden Tag. Ich habe da einen normalen Job, 7 bis 16 Uhr nach Hause gekommen, 17 Uhr ungefähr, 16 bis 15. Und dann bis 23 Uhr Major Two-Stop gemacht, schlafen gegangen und morgen wieder aufgestanden. Das war dann so mein. Krasser Typ. Echt krass, Mann. Das könnte man sagen, CCG wäre ohne dich nix. Das ist dann auch so dein. Das ist auch CCG so wäre ohne Norm nichts. Das ist auch so dein Aufgabengebiet auch. Das bei CCG, dass du auch. Ich bin Theo bei CCG. Viel Verantwortung, viel Organisation. Ja, die Major Two-Stops sind halt meine Verantwortung. Was sind die nächsten paar Stops, die geplant sind? Der nächste Major Two-Stop ist in UK, London, kommt dahin. So ist es. Pure Zerstörung. Okay. Mit Einhorn. Wo werden wir dich wieder als Spieler sehen? Wann ist das nächste Turnier? DM. DM? Nee, DM leider nicht, aber DM auf jeden Fall. Heimatstadt Berlin. DM, genau. Heimatstadt, aber nicht. CCJ Bude schon safe, weißt du? 5 Leute pennen, 2 Zimmerwohnungen. Nein, sag es los. Rede. Hat Nummer 3 angefangen? Nein, ich ruf's raus. Okay. Ich brauche noch 3 Leute. Noch 3 Leute? Ja, suche 3 Leute. Von 4 raus? Nein, von 8. Ah. 5 sind da, ich brauche noch 3 von 4. Ja, ich wollte schon sagen, ich bin der Einzige. Das ist dein Ernst, Alter. Was sagst du so gerade über Yu-Gi-Oh! Meta und alles? Dice Roll Meta meinst du? Bitte? Dice Roll Meta meinst du? Mhm. Gewinn den Dice Roll, gewinn das Match. Ja, ist halt keine Ahnung. Weiß ich auch. Das war der größte Fehler überhaupt, meiner Meinung nach, überhaupt in dieses Pendel auf den Einzelfeldspiel. Das selber ist halt einfach zu gut. Einer hat ein bisschen an Regenhula, sind die Ressourcen weg, hole ich sie mir halt einfach wieder. Das ist halt nicht richtig in dem Kampf spielen. Wir sind halt nicht bei Magic oder sowas, wo du halt direkt mit deinem Maler arbeiten kannst. Das sollte sich mal Konami eventuell überlegen, das abzuschaffen. Ja?
Meinst du, dass Konami sich da was überlegen wird in Zukunft? Noch zu früh. Noch nicht zu früh. Diese Bandlist. Ja, aber ich meine, Gozius muss doch noch Geld bringen, mein Freund. Ja, na, das ist ja klar, weil ich meine, die Frage ist ja, Pendel an sich ist ja eigentlich unfair. Ne? Also Pendel sammeln an sich. Ich meine, kann man da vielleicht nicht sagen, dass man ein neues Ruling rausbringt? Das heißt unfair. Was willst du denn in einem Ruling rausbringen? Das Problem ist einfach, dass die Karten da sind, schon rausgebracht haben. Die werden irgendwann mal hinkommen. Ja, gut. Das ist Leo. Ja? Ja, danke. Schauen wir uns mal diesen Schatten hier an. Hast du für uns so eine kleine Meta-Analyse von Turnier letzter Woche? Das macht eigentlich die Coverage. Also hast du keine Meta-Analyse, hast du auch selber nichts? Ich weiß teilweise nicht mehr, wer überhaupt in den Top sitzt. Okay. Ja, es ist teilweise so, dass ich erst irgendwann mal später erfahre, wenn ich die Bilder mache, okay, der war doch 8 oder 4. Aber wenn sie runterkommen, Preise von mir haben wollen. Analysen, Decklist, alles, Stream, Coverage und Bonus. Die können euch da alles dazu sagen. Cool. Tut mir sonst leid. Trotzdem, mach doch nichts. Nee, ich war nur eine Frage, ob du irgendwann was von uns hast oder so. Du bist jetzt eigentlich gegangen. Leider sind 3. Grauens. Hab ich nicht gesagt, du sollst es machen? Nicht vielleicht, sondern mach es einfach. Du hast recht, ja, aber nichts mehr mach ich. Echt, Robert? Nein, vielleicht. Mal gucken. Mal gucken. Vielleicht kauf ich mir ein Auto. Kauf doch einfach. Nein, ich hab ja. So, Ali, ja, vielen Dank für das kleine Interview hier. Ja, danke euch. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, wünsche dir noch eine gute Heimreise. Ja, danke. Und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, ich denke. Ja. Rein. Hey Jungs, servus. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Wenn ja, schaut euch gerne Videos an. Ansonsten liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere Sponsoren ab und unsere Beschreibung. Checkt unsere Facebook-Seite ab. Und nicht vergessen, leidet nicht.